und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Einleitungsfilm von cryptomac.de und teleschirm.info. Jetzt soll es um ein kleines Feature der GPG-Suite gehen, und zwar wie Sie einzelne Dateien an Ihrem Mac verschlüsseln können. Voraussetzung dafür ist, dass Sie natürlich die GPG-Suite installiert haben und die Dienste auch aktiviert haben. Das können Sie einfach tun über Finder, Dienste, Diensteeinstellungen und dann eben hier auf OpenPGP. Wie gesagt, Voraussetzung dafür ist, dass Sie die PGP-Suite für den Mac installiert haben. Die kriegen Sie auf ggptools.org. Mehr dazu in anderen Filmen. Nun möchte ich Ihnen zeigen, dass Sie hier diese einzelne Datei, die ich kurz erstellt habe, ich habe wieder einfach nur den Definitionstext vom Macintosh-Rechner in eine Textdatei kopiert, beziehungsweise eine RTF-Datei. Und nun gehe ich hier wieder auf Dienste und sage Encrypt File. Nun warte ich einen kurzen Moment, bis das Programm geladen hat im Hintergrund. Sage, dass ich gerne für mich selber, also in dem Fall wieder Harpokrates, aber ich kann eben auch für jeden anderen, der in meinem Schlüsselbund ist, diese Datei verschlüsseln. Und die kann dann auch wieder nur derjenige öffnen, für den es verschlüsselt ist. Ich kann natürlich auch mehrere definieren. Ich möchte von Harpokrates aus verschlüsseln, also meinen Secret Key dafür verwenden. Und OK. Und siehe da, hier ist die verschlüsselte Datei. Die kann ich nicht öffnen. Aber ich kann sie natürlich entschlüsseln, indem ich sage Dienste und Decrypt File, und da haben wir sie schon. So einfach ist es, Dateien am Mac zu verschlüsseln mit der GPG Suite. Und wenn Sie noch interessiert, wie Sie eine Datei signieren können, beziehungsweise einen Text signieren können, dann bleiben Sie doch noch dran und schauen auch das nächste Filmchen. Thank you.